Wir als Universitätsmusik haben ja einen neuen und damit erstmalig seit fast 50 Jahren wieder einen eigenen Raum für Aufführungen, Proben, Aufnahmen und alles andere zurückbekommen. Das war die Haupterwartung und die hat sich erfüllt. Und das ist ganz wunderbar. Der Raum sollte, das war Bauaufgabe, eine hervorragende Akustik bekommen. Ich glaube, ich darf sagen, dass sich davon auch ganz viel erfüllt hat. Ja, vielleicht ist es wie in einer Partnerschaft, man geht ganz begeistert aufeinander zu und freut sich, jetzt zusammenleben zu können. Und im Zusammenleben selbst entdeckt man auch Kleinigkeiten, wo man sich auch mal reibt und noch nicht alles gleich passt. Das gibt es auch bei der Inbetriebnahme, besonders jetzt in der ersten Zeit. Aber ich wüsste jetzt keine Strecke zu sagen, wo ich nicht die Aussicht hätte, dass es alles gut und sehr gut wird. Unsere sehr wertvollen Instrumente, die große Jämlich-Orgel, auch der Flügel, stehen wenigstens ein paar Wochen im Jahr ein bisschen zu trocken. Sie müssten eigentlich ein feuchteres Klima haben. Das ist natürlich so mit unserer Technik, die ja schon sensationell ist, nur im Andachtsraum, im Altarraum zu leisten. Und ja, es muss noch jede Menge Überlegungen und jede Menge Kreativität frei von Denkverboten da noch geben, wie man das lösen kann. Wo wir ein Anfangsproblem, glaube ich, schon ganz gut gelöst bekommen haben, das konnten wir ja nicht selber machen, das ist bei der Beleuchtung, dass zum Beispiel der Bühnenbereich unten hinsichtlich Säulen und Kapitellstrahlern jetzt separat beleuchtet werden kann, sodass die Bühnenfläche natürlich heller ist als die Fläche für das Publikum, wo wir am Anfang ein paar Klagen bekommen haben, das ist so grell und müssen wir das ganze Konzert in der Helligkeit aushalten. Da gibt es schon mehrere. Ich denke, ein Highlight war doch, wie der erste Gottesdienst hier losging, wie Zeitzeuginnen und Zeugen der Sprengung mit der Kerze hier reingekommen sind. Das wurde ja auch im Fernsehen übertragen, das war auch eine sehr aufregende Angelegenheit, auch alle Proben vorher, alles auch in der Eröffnungswoche noch mit unterzubringen. Aber in dem Moment war ich auf einmal ganz ruhig und dachte, jetzt kommen wir an.